Das ist für meinen Bruder. Wir haben ihn vertraut. Ich habe die Protokolle gesehen. Es reicht. Agent Scott, folgen Sie mir. Geständnis. Letzte Chance. Sie hat Ihnen draußen gerade gesagt, dass sie den Fall schließen und mich ausliefern lassen will. Wir sind hier fertig, Scott. Kommen Sie. Soldat Tomaschi! Woher kennt er meinen echten Namen? Und woher wissen Sie, was wir draußen besprochen haben? Mr. Svensson, Ihre Zeit hier ist abgelaufen. Und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit Ihren abstrusen Gap-Protokoll-Theorien. Gap-Protokoll? Gap hat er niemals gesagt. Wir sind hier fertig, Agent Scott. Das ist ein Befehl. Die Explosion. Und die Gap-Protokolle. Was läuft hier ab? Was hatte mein Bruder damit zu tun gehabt? Ihr Bruder hat mich vor der Explosion gerettet. Warum musste er dann sterben? Bauernopfer. Wir sollten alle sterben. Ist das nicht so? Hübsches Märchen. Lassen Sie sich nicht von Ihren Gefühlen leiten. Die Beweise sind eindeutig. Weil sie unvollständig sind. Wir haben alles doppelt und dreifach überprüft und wir haben nichts gefunden, was Sie entlasten könnte. Weil Sie nicht wissen, wonach Sie suchen müssen. Norman, wir haben den Laptop, wir haben den Quellcode, den Sie geschrieben und installiert haben und der nachweislich zur Explosion geführt hat. Was sollen wir da noch finden? Die Signatur. Wir haben keine Signatur gefunden. Aber ich signiere meine Software. Immer. Nennen Sie es Eitelkeit. Agent, ich brauche diesen Laptop. Nur so kann ich beweisen, dass sie die Quellcode geschrieben hat, der zur Explosion geführt hat. Wir können die Gap-Protokolle auffliegen lassen. Tun Sie es für Ihren Bruder. Chuck, Össeidö Summit. Bis der Wind dreht, woher? Die Gravur auf der Rückseite Ihrer Uhr. Er wollte, dass ich Ihnen das sage. Er wusste, dass Sie zweifeln würden. Agent Scott, an Ihrer Stelle würde ich mir das jetzt sehr gut überlegen. Der Laptop ist in der Asservatenkammer.